Ja, heute in der Münchner Wasserbar zu Gast sind zwei Leute, die eigentlich so ziemlich einen ähnlichen Job haben, sich nämlich beruflich damit beschäftigen, Wasser unter die Leute zu bringen, und zwar nicht solches Wasser, Flaschenwasser, sondern selbst hergestelltes Wasser, sogenanntes Aktivwasser, basisches Aktivwasser. Johannes Heppenheimer, Geschäftsführer der Firma Salux, und mein Name ist Karl-Heinz Asenbau. Ja, schön, lieber Karl-Heinz, dass ich hier bei dir zu Gast sein darf. Und es ist in der Tat eine spannende Verbindung, die uns die letzten 12 Jahre zusammenhält. Wir beschäftigen uns mit dem, ich sage immer gerne, dem richtigen Wasser, wenn es ums Wassertrinken geht, nämlich dem basischen Aktivwasser. Wie bist du eigentlich zu basischem Aktivwasser gekommen? Also, das war im Jahr 2004. Damals habe ich mich mit Magnetfeldtherapie beschäftigt und war bei dem Herrn Professor Popp in seinem Raketenbunker, um mit ihm eine Studie über Krebs und Magnetfeldtherapie zu besprechen. Und die Idee war, dass man da Pflanzen bestrahlt mit dem Magnetfeld. Und da war natürlich die Frage, ja okay, das Magnetfeld ist das eine, aber Pflanzen brauchen ja Wasser. Welches Wasser geben wir denn denen? Und dann habe ich mich umgesehen auf dem Wassermarkt. Was gibt es denn eigentlich so für Wasser? Und da stieß ich irgendwie drauf, dass es auch Wasser, dem krebshemmende Eigenschaften zumindest nachgesagt werden, gibt. Gleichzeitig traf ich noch einen Kollegen, der auch in der Magnetfeldtherapie tätig war, nämlich den Gottfried Röttl, der Mitgeschäftsführer der Salux GmbH ist. Und der gab mir ein Manuskript eines Buches von Sangwang, Der Weg zurück in die Jugend, zu lesen, und sagte, dieses Wasser werde ich künftig vertreiben. Und dann las ich das und habe mich noch kurz mit meinem Freund Dr. Erlacher in Bad Füssing besprochen, nachdem wir das kurz ausprobiert hatten. Und dann habe ich gesagt, okay, das vertreiben wir auch. Und so haben wir 2004 eigentlich alle drei dann in dem Fall begonnen, die ersten Wasserionisierer in Deutschland zu vertreiben, mit denen man basisches Aktivwasser herstellt. Aber der Begriff Aktivwasser, der war eigentlich am Anfang noch gar nicht da. Am Anfang hat man nur von basischem Wasser gesprochen. Das stimmt, ja. Und wer hat denn nun diesen Begriff aufgebracht? Ja, das ist eine wirklich schwierige Frage. Der ist irgendwann, kam der so bei uns im Sprachgebrauch in die ersten Publikationen, die wir geschrieben haben, mit rein. Aber ich kann dir, lieber Karl-Heinz, heute nicht mehr genau sagen, wer den Begriff tatsächlich erfunden hat. Ich denke, er kommt sicher aus vielen Gesprächen, die wir auch zusammen geführt haben. Ich hatte damals nur eines gemerkt, ich hätte gerne Aktivwasser als geschütztes Wort gehabt. Aber das ging nicht. Das ging nicht. Da hat das Deutsche Patent- und Markenamt in München mir gesagt, sorry, das ist ein generischer Begriff, das können Sie nicht schützen, keine Chance. Dafür schützen ließ sich aber zum Beispiel der Begriff Aquion. Genau. Wo das Ionisieren drinsteckt, also genau. Aqua Wasser und Ion vom ionisiert. Genau. Man spricht auch häufig vom ionisierten Wasser. Was ist eigentlich damit gemeint? Ja, ionisiertes Wasser, das ist, wie ich heute so rückblickend sagen kann, sicher ein bisschen ein irrtümlicher Begriff. Der korrekte Begriff, basisches Wasser, der trifft es genauer, weil ionisiert würde ja bedeuten, dass man ausschließlich Teilchen hat, die in ionischer Form vorliegen, was ja im ionisierten Wasser nicht der Fall ist. Wir nehmen nur einen kleinen Teil der Wasserteilchen, denen wir tatsächlich die Eigenschaft zubilligen können, dass sie sowas ähnlich sind wie Ionen, aber der größte Teil, der bleibt ganz normal als Wassermoleküle in unserer wässrigen Lösung drin. Okay. Ich habe es immer so gesehen, also Ionen werden ja tatsächlich durch einen sogenannten Wasserionisierer, den man ja auch deshalb so nennt, erzeugt, nämlich die beiden Wasserionen. Wasser ist ja H2O und ja, die beiden Wasserionen sind H+ und OH-. Ja, das macht der Wasserionisierer.
der sorgt dafür, dass mehr solcher Wasserionen drin sind. Im Wasser sind natürlich auch noch andere Ionen drin, jedenfalls in der Regel, wenn es kein Reinwasser ist, sondern ein Trinkwasser. Da sind auch noch Mineralienionen und alles Mögliche mit drin. Aber der Wasserionisierer macht zumindest mal aus H2O die beiden Wasserionen. Insofern finde ich den Begriff eigentlich gar nicht so falsch. Okay. Dem kann ich durchaus folgen. Er hat nur in der Anfangszeit auch zu Irritationen geführt. Mhm. Dieser Begriff ionisiertes Wasser hängt sicher auch damit zusammen, dass so zu der Zeit vor 10, 15 Jahren auch so die ersten Luftionisierer hier Platz gegriffen hatten. Richtig, und, ja. Die hatten streckenweise keinen so guten Ruf, weil die Luft mit viel Ozon angereichert worden ist, was nicht von jedem gut gelitten war. Und so ist diese Begrifflichkeit da sicher nicht immer gut besetzt gewesen. Das war dann der Unterschied zwischen Ionisierer und Ionisator. Bei den Luftdingern spricht man meistens von Ionisator. Die arbeiten mit einer Hochspannung und dabei entsteht eben unter anderem auch Ozon. Genau. Und wenn wir nochmal auf den Ionisierer zurückkommen, auf unseren Wasserionisierer zurückkommen, die Begrifflichkeit ist deshalb noch schwierig, weil sie noch nichts von dem birgt, was du von dem Wasser hast, wenn du es trinkst. Ja, gut. Das ist ja ganz entscheidend. Ich finde es unheimlich wichtig, dass dann, wenn wir über ein Produkt sprechen und dem Ding einen Namen geben, dass wir aus dem Namen auch erkennen können, was wir für einen Nutzen draus haben. Und da finde ich Aktivwasser ungleich charmanter. Und der Aktivwassererzeuger wäre dann das bessere Wort. Deswegen hat sich der Begriff ja auch wirklich durchgesetzt. Ich habe ja selber einige Bücher mit diesem Titel geschrieben, basisches Aktivwasser. Da merkt man einerseits, es ist basisch. Man könnte dann im Umkehrschluss natürlich auch sofort sagen, es ist entsäuernd. Oder es ist entsäuert. Ja, denn genau. Das Wasser wird durch den Wasserionisierer entsäuert. Und dadurch kann es auch mich entsäuern. Und das zweite ist Aktivwasser. Das heißt, das Wasser macht was. Es hat eine gewisse Aktivität, was jetzt in dem unglücklichen Ausdruck basisches Wasser nicht zum Ausdruck kommt. Und deswegen sind viele in den Anfangsjahren gerade auf die Idee gekommen, ja gut, dann tue ich halt da ein bisschen Natronpulver rein, dann habe ich auch ein basisches Wasser. Nur das ist eben kein Aktivwasser. Das stimmt in der Tat. Ich habe hier da so lustige Flaschen, die heute noch auf dem Markt sind, da ist also so Basenkonzentrat dann drin und da konnte man sich hunderte Liter von basischem Wasser machen, ohne dass es natürlich ein Aktivwasser war. Genau. Das Entscheidende ist, dass Aktivwasser ja an mehreren Stellen in unserem Stoffwechsel aktiv wird. Deshalb ist der Name Aktivwasser auch besonders treffend. In der Anfangszeit da war natürlich allen noch gar nicht so ganz klar, welches Potenzial in diesem Wasser tatsächlich steckt. Und die eine Sache, die du eben angesprochen hast, die wurde ganz am Anfang sehr stark propagiert. Das konnte man auch überall dann in den ersten Publikationen lesen, eben die Basizität. Ja. Ja, und wir haben auch wirklich eine ganze Menge an Menschen, die uns geschrieben haben, dir genauso, das Sodbrennen ist weg und vieles andere, was wir heute im direkten Zusammenhang mit Übersäuerung sehen können. Das hat sich deutlich verbessert, gemildert, ist verschwunden und, und. Aber das eigentliche Wirkgeheimnis steckt nicht in der offensichtlichen Basizität, sondern in dem, was du eben auch schon angesprochen hast, dem Ionisierten, dem Aktiven. Wenn man Wasser, der Aktivität wenn man und das Wasser, ist die wenn man Wasser entsäuert, wenn man Wasser entsäuert, also das Proton wegnimmt, da passiert ja noch was anderes. Was ganz Spannendes. Die Aktivität des Wassers äußert sich auf elektrische Art und Weise, kann man sagen. Ja. Dazu muss man sagen, dass eigentlich jede Flüssigkeit ein sogenanntes Redoxpotential hat. Das kann jetzt mal positiv sein, das heißt, dass die Flüssigkeit Elektronen ansaugt, oder negativ, dass die Flüssigkeit gern Elektronen abgibt. Und dieses sogenannte Redoxpotential oder auch ORP ist eine ganz erstaunliche Eigenschaft von diesem elektrolysierten Wasser aus einem Wasserionisierer, weil es nämlich ein außergewöhnlich
niedriges Redoxpotenzial ist in dem basischen Aktivwasser, das wir trinken, das man sich zunächst überhaupt nicht erklären konnte. Normalerweise bestimmt sich das Redoxpotenzial von Wasser in den gelösten Ionen. Also wenn da jetzt Calcium, Kalium, Magnesium und so weiter drin ist, dann ergibt sich da aus den Mengen jeweils ein bestimmtes Redoxpotenzial. Denn jedes dieser Elemente hat ein bestimmtes Redoxpotenzial. Naja, nur wenn man die addiert, dann kommt nicht das raus, was wir da messen. Das kann man ja ausrechnen. Ja. Der gute Herr Nernst hat das ja uns vorgeführt. Da kann man aufgrund zwischen dem pH-Wert und dem Redoxpotenzial besteht eine direkt ableitbare Beziehung. Aber doch nicht. Aber doch nicht, genau. Kommen wir nochmal schnell auf den Begriff Redoxpotenzial oder ORP, Oxidationsreduktionspotenzial, zurück. Die Biologen, für die ist das nichts Neues, die sprechen im Zellstoffwechsel vom Redoxgradienten. Ja, die wissen genau, was da wo passiert. Aber dennoch ist es gar nicht so einfach, tatsächlich zu verstehen, was da mit gemeint ist. Redoxpotenzial, da sind die beiden Worte reduzieren und oxidieren drin verpackt. Die praktisch das Gegenteil voneinander bedeuten. Genau, reduzieren könnte man sagen entrosten. Und oxidieren, da könnte man sagen, verrosten. Und ich finde, dass gerade Wasser als Molekül ein wunderschönes Beispiel für Redox ist. Wenn man das Redoxpotenzial, diese Begriffe reduzieren und oxidieren, aus der Perspektive des Wasserstoffs betrachtet, dann könnte man sagen, der Wasserstoff ist der festen Überzeugung, er hat das Sauerstoffteilchen reduziert, weil er sich mit ihm verbunden hat. Das Sauerstoffteilchen hingegen sieht das aus einer ganz anderen Perspektive und sagt, mein lieber Wasserstoff, ich habe mich mit dir verbunden und weil ich oxidiere, habe ich dich oxidiert. Das ist sozusagen die einfachste Redoxreaktion aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet, die das ganz gut verdeutlichen. Das Wasserstoffteilchen kann nämlich sehr charmant und einfach ein Elektron abgeben. Das ist das, was du gerade eben auch erklärt hast. Und das Sauerstoffteilchen ist gerne dankbar, wenn es mal ein Leihelektron zumindest in der Wassermolekülverbindung zur Verfügung hat, das seine äußere Elektronenhülle vervollständigt. Ja gut, so habe ich das eigentlich noch gar nicht gesehen, obwohl es natürlich vollkommen richtig ist. Man muss immer die zwei Seiten der Medaille sehen. Aber grundsätzlich, wenn wir jetzt mal Wasser ansehen in seiner Wertigkeit, dann ist es eigentlich nichts als verrosteter Wasserstoff. Könnte man so sagen, genau. Ja. Und Wasserstoff, der meiste Wasserstoff, den wir haben, der ist im Wasser verrostet. Der liegt eigentlich nicht in der energiereichen Form vor, in der wir ihn sonst im Universum kennen. Der Wasserstoff ist das häufigste Element im Universum. Das stimmt. Das ist fast alles besteht aus Wasserstoff im Universum, nur auf unserer Erde sind es nur 0,12%, wo wir Wasserstoff haben, während 50% der Erdmasse bestehen aus Sauerstoff. Das heißt, Wasserstoff auf unserem Planeten, ausgerechnet hier, ist ein riesiges Mangelobjekt. Und selbst da, wo er vorhanden ist, liegt er nur verrostet vor. Das sind diese vielen Millionen Kubikkilometer an Wasser, die in den Meeren, Wasserstoff, die in den Meeren herumdümpeln. Der aktive Wasserstoff, der molekulare Wasserstoff, der nirgendwo dran gebunden ist, der ist äußerst selten. Und wo findet er sich hauptsächlich? Im Leben. In der Tat, bei den lebendigen Wesen, da ist das höchste Gut, was die mit sich herumtragen können, ist der Wasserstoff. Der Albert von St. Görgi hat bei seiner Nobelpreisverleihungsrede gesagt, alle Nahrung, die wir zu uns nehmen, alles, was wir machen, ist letztlich nur dazu da, dass wir ein Wasserstoffpaket aufmachen. Genau. Der ganze Stoffwechsel, die Atemkette, Zitronensäurezyklus und so weiter, dient nur dazu, dass wir aus den Kohlenhydraten den Wasserstoff herausholen. Also der Wasserstoff in seiner reinen Form ist ein sehr begehrtes Teilchen. Und jetzt kommen wir zurück zu dem Redoxpotenzial. Das, was das so ungewöhnlich niedrig macht in dem aktivierten Wasser, das ist der Wasserstoff, den man immer nicht zu den gelösten Teilchen dazu gerechnet hat, weil im normalen Wasser ist kein Wasserstoff gelöst. Das gibt es nur in äußerst seltenen Quellen.
sind mir nicht sehr viele bekannt. Das stimmt, da stimme ich dir zu. Ja? Deswegen hat man das nie beachtet, bis eben der russische Forscher Witold Bark hier drauf gekommen ist, dass dieses Redoxpotenzial einfach außerhalb der gewöhnlichen Nernst-Chemie stattfindet und dass da irgendwas sein muss. Und die Japaner haben dann herausgefunden, okay, Jungs, es ist der Wasserstoff, der da drin gelöst ist, der macht das niedrige Redoxpotenzial. Und das macht das Wasser so gesund. Genau. Jetzt haben wir schon zwei Sachen, die eine Rolle spielen. Wir haben gerade über die Basizität gesprochen und über den gelösten Wasserstoff. Es fragt doch die Frage, wie kommt denn der Wasserstoff in dieses Aktivwasser rein? Ja, und das ist das, was ja der Bark hier in seinen Ausführungen geschrieben hat, Prilutsky und Bark hier zusammen. Dadurch, dass wir tatsächlich diesem Wasser über intelligente Wege Energie zuführen, wir packen ja tatsächlich wie aus einer Taschenlampenbatterie, da werden vom Minuspol Elektronen abgegeben, wir packen ja tatsächlich Elektronen in dieses Wasser hinein. Und das Charmante ist, weil dieses Prinzip, wie das entsteht, so trickreich zusammengestellt ist, da bleiben die Elektronen in der Tat in einem Teil des Wassers erhalten. Ja, die elektrische Energie wird durch die sogenannte Elektrolyse in der Kathodenkammer in eine chemische Energie verwandelt. Genau. Indem dem Wassermolekül der Wasserstoff entzogen wird und der Wasserstoff enthält eben eine ganze Menge chemischer Energie. Und in dem wird praktisch die elektrische Energie, die ich für die Elektrolyse aufwenden muss, im Wasser gespeichert. Leider nicht komplett. Leider nicht komplett. Klar, das ist technisch ausgeschlossen. Physikalisch vermutlich auch. Da gibt es sicher Grenzen, an die wir stoßen. Basizität, wasserstoffreich, zwei ganz entscheidende Eigenschaften. Wenn wir heute zurückblicken, was ist denn aus deiner Sicht das Wichtigere an diesem Wasser? Die Basizität, die den Menschen hilft, dass sie keine Kümmernisse mehr mit Sodbrennen haben, oder die antioxidative Wirkung, das starke Redoxpotenzial, dass das Immunsystem stärkt und Zellfunktionen schützt? Was ist das Wichtigere an dem Wasser? Da möchte ich mich jetzt nicht unbedingt entscheiden müssen. Es ist halt die Frage, wenn ich eine bestimmte Krankheit habe, die eben mit oxidativem Stress zusammenhängt, das ist das, worüber jetzt auch in den letzten 8 Jahren sehr stark geforscht worden ist, dann ist sicherlich der Wasserstoff das Wichtigere. Wenn jetzt zum Beispiel Altern mein Problem ist und Übersäuerung, dann ist die Basizität sicherlich auch wichtig. Vor allem, weil natürlich, wenn ich ein basisches Wasser trinke, jetzt mal im Vergleich zu einem Leitungswasser, schon ein Leitungswasser ist besser zu trinken als eine Cola. Das ist ungleich richtig. Ja. Denn ich brauche, um ein Glas Cola zu neutralisieren, brauche ich 32 Gläser Leitungswasser. Ja. Von der Säure zu kompensieren. Aber ich brauche nur 16 Gläser von dem basischen Aktivwasser, wenn ich das jetzt mit einem pH-Wert von 9,5 ansetze. Und das Leitungswasser mit 7,4, was so der Durchschnitt in unseren Breiten ist. Also insofern hilft es mir erstens beim Entsäuern, zweitens natürlich, es gibt eine bestimmte Menge Wasser, die ich zu mir nehmen muss. Die Getränkeindustrie sagt, es ist völlig egal, ob du jetzt Kaffee trinkst oder Wasser oder Cola oder Bier oder Limonade. Es ist völlig egal, da ist ja überall 95% Wasser drin. Das ist einerseits wahr, andererseits ist es eine Herausforderung für den Körper, sich das Wasser aus diesem Säurepampf da rauszuholen. Denn die meisten Getränke sind deutlich unter dem pH-Wert von 5,5. Ja. Insofern, wenn ich jetzt meine 0,3 Liter Wasser pro 10 Kilogramm Körpergewicht, was ich brauche täglich, wenn ich die halt
zumindest zu einem großen Teil durch Wasserkonsum decke, dann muss ich nicht mehr so viele saure Getränke, die eigentlich die Hauptübersäuerungsfaktor sind, zu mir nehmen. Der Dr. Erlacher sagt immer, ja, ich kann niemals ein Kilogramm Schweinsbraten, der natürlich auch sauer macht, essen auf dem Oktoberfest. Aber ich kann 2 Kilogramm Bier viel leichter trinken und dadurch werde ich viel saurer, als wenn ich das Kilogramm Schweinsbraten essen würde. Also Getränke als Säuerungsfaktoren werden maßlos unterschätzt in unserer ganzen Ernährungskonzeption. Und wenn man sich diese Kochratgeber, Diätratgeber und so weiter, basische Ernährung anschaut, immer findet man nur Gemüse, Obst und all diese Dinge. Aber die Getränke werden eigentlich kaum beachtet, obwohl die als Säuerungsfaktoren eine viel, viel größere Rolle spielen. Und deswegen sage ich, Leute, steigt auf basisches Wasser um. Damit habt ihr den besten Effekt, um eine Übersäuerung zu verhindern. Absolut korrekt. Ganz entscheidend. Das Thema Säure-Basen-Haushalt ist eine ganz wichtige Grundlage. Das ist eine der essentiellen Regelmechanismen in unserem Organismus, die in ihrer Ausgewogenheit dafür verantwortlich sind, ob wir gesund bleiben oder eben auch nicht. Und wir haben so viele Faktoren, die sich nachteilig auf den Säure-Basen-Haushalt auswirken, dass es einfach gescheit ist, zu gucken, an einer extrem einfachen Stelle positiven Einfluss zu nehmen. Trinken müssen wir regelmäßig und stets. Das ist so sicher wie noch was, ob die Faustregel 2 Liter am Tag oder 0,3 pro Kilogramm Körpergewicht oder 10. Pro 10 Kilogramm Körpergewicht oder 1 Milliliter pro Kalorie, die wir korrekt verstoffwechseln wollen, spielt keine Rolle. Eine notwendige Menge ist es auf jeden Fall, die bei allen Rechnungen herauskommt. Das brauchen wir sowieso. Und wenn wir da das Richtige trinken, wenn wir da auf basisches Aktivwasser uns fokussieren, dann haben wir schon einen Risikofaktor, der uns das Leben schwer machen kann, ganz gut im Zaum. Andererseits fragen immer wieder Leute, mein Gott, lieber Herr Hasenbaum, könnte ich mir vorstellen, werden Sie gefragt, bist du gefragt, lieber Herr Hasenbaum, was kann denn da groß passieren? Wir haben doch einen Selbstregelmechanismus in unserem Körper, der Säure-Basen-Haushalt, der heißt ja so, weil er diesem homöostatischen Prinzip entspricht und das alles selber organisiert. Man kann doch gar nicht sauer werden, das ist doch alles dummes Zeug, das Blut hat eh. Das sage ich ganz einfach, schau dich mal um. Und das sage ich natürlich am liebsten zu den Leuten, die jenseits der 45 Jahre sind. Da beginnt es nämlich überhaupt kritisch zu werden. Ein junger, schlanker Körper, der noch nicht viel Schlacken angesetzt hat, der hat keine so großen Probleme mit Entsäuerung. Weil natürlich der Großteil läuft über die Lunge. Die Lunge ist das größte Entsäuerungsorgan. Ja klar, das Kohlendioxid, das wir ausatmen. Wir pieseln die meiste Säure nicht weg, sondern die meiste Säure ist das Kohlendioxid. Das genau. Kilogramm am Tag. Mehrere. Ja. Und allerdings gibt es dann ein Problem, wenn wir 45 werden. Dann gibt es nämlich einen solchen Knick im Bicarbonat. Bicarbonat, das muss man wissen, das ist eine Substanz in unserem Blut, die mitgeschwemmt wird, um Attacken durch starke Säuren abzupuffern. Das ist praktisch wie so ein Schwamm, der Säuren aufsaugt, wenn wir jetzt meinetwegen eine Cola trinken, sonst würden wir nämlich an der Cola sterben. Ja? Und dieser Spiegel, der komischerweise bis zum 45. Lebensjahr relativ gleich hoch bleibt, der beginnt mit 45, so in einem 45-Grad-Winkel, nach unten zu gehen. Sodass also ein 50-Jähriger an seinem Muskelkater viel, viel länger, oder wenn der mal zu viel Alkohol getrunken hat, viel, viel länger daran herumlaborieren muss, weil eben sein Blut die Säureattacken nicht mehr so gut abpuffern kann. Und spätestens ab dem Zeitpunkt ist die Entscheidung ganz klar, was ist wichtiger, der Wasserstoff, das Antioxidative. Wenn ich gesund bin, pumper gesund, dann brauche ich keine zusätzlichen Antioxidantien. Ne? Unausweichlich zu sein scheint aber tatsächlich die Empfindlichkeit gegenüber Säureattacken. Mhm. Ja?
Also insofern, es hängt davon ab, wie alt bist du, wie gesund bist du. Ja? Genau. Wenn du natürlich mit 30 schon Diabetes hast, dann ist natürlich das Antioxidative und der Wasserstoff wichtiger. Unbedingt. Wir können das auch noch aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Wir wissen, dass in diesem Basenaktivwasser immer ein wenig mehr Calciumionen gelöst sind als im Leitungswasser, aus dem man vorher dieses Basenaktivwasser dann eben produziert. Und ich höre immer wieder Stimmen, die dann sagen, ah, das mit dem kalten Wasser, das ist überhaupt nicht gut, da kriegt man Arterienverkalkung davon, das ist ganz gefährlich. Ja? Und wenn wir uns das mal im Detail angucken, dann können wir sehen, dass an dieser Stelle beide Aspekte des Wassers von entscheidender Bedeutung sind. Erstens mal ist Arterienverkalkung ein irreführender Begriff, wie ich finde. Arteriosklerose ist ein inflammatorischer Prozess, eine entzündliche Erkrankung der Blutgefäße. Und da lagern sich an den Blutgefäßen, an den Blutgefäßwänden, lagern sich Erythrozyten ab, die verklumpt sind, also Blutgerinnsel, die sich vermischen, natürlich auch mit ein wenig Kalzium aus dem Blut, das hat einen guten Grund, und die sich vermischen mit verschiedenen Blutfetten. So entstehen diese Plaques an den Zellwänden. Dass dieses Kalzium da drin ist, hat eine elementare Bedeutung. Das sorgt als Säurepuffer dafür, dass dieser ganzer Haufen nicht dazu führt, dass an dieser Stelle das Blut mit einer zu großen Säurelast belastet wird. Ja, weil das heißt, Fette sind Säuren. Absolut. Ja? Der und die werden mit dem Kalzium abgepuffert, genau, damit die nicht so schädlich sind. Genau. Und wenn wir jetzt ein Wasser trinken, was viel Kalzium hat und was basisch ist, dann haben wir eine ganz entscheidende Hilfe an der Unterstützung für die Regulierung des körpereigenen Säurebasenhaushaltes. Und weil das ein inflammatorischer Prozess ist, also ein entzündlicher Prozess, nutzen wir gleichzeitig den gelösten Wasserstoff mit seiner Immunmodulation, mit seiner Hilfe, mit seiner antioxidativen Kraft, auch diese Entzündungsprozesse zu bremsen. Da kann man, denke ich, ganz gut sehen, dass beide Effekte von ganz entscheidender Bedeutung sind, wenn wir über ein gutes Wasser sprechen. Basizität als auch der Wasserstoff oder die antioxidative Eigenschaft. Ja, der Grund für die sogenannte Arterienverkalkung, wie du ja richtig sagtest, sind in der Hauptsache Fettsäuren. Einer der bekannteren neuen Effekte, die man dem Wasserstoff zuschreibt, ist tatsächlich die Senkung der Blutfette. Mhm. Das ist was, was man schön beobachten kann und auch relativ einfach studieren. Muss man bloß Blutproben nehmen und dann sieht man, dass durch das Trinken von wasserstoffreichem Wasser tatsächlich das reduzieren kann, die Blutfette, und damit ist natürlich auch die Gefahr dieser inflammatorischen Prozesse und der Ablagerungen geringer. Und das Kalzium wird nicht missbraucht als Puffer, sondern dazu, wozu es eigentlich da ist, nämlich für die Nervensignalübertragung und für den Knochenbau. Genau. In den ersten Arbeiten, die der Shirahata in Japan an der Kyushu-Universität in Fukuoka angefertigt hat, kann man ja ganz gut nachlesen, dass er sehr dezidiert sich mit dem Thema Antioxidativität beschäftigt hat, und er konnte auch ganz gut zeigen, dass eben dieses basische Aktivwasser die Menge an Zellschädlingen, an freien Radikalen in der Zelle dramatisch senkt, besser sogar als das bekannteste Antioxidant, das Vitamin C, das wir uns auch von außen zuführen können. Er hat damals wenig Wert auf dieses Basische gelegt. Das ist, wenn ich das so zurückblickend verfolge, vielmehr in der praktischen Arbeit von Ärzten wie zum Beispiel dem Dr. Ehlacher entstanden, die schnell gemerkt haben, dass ein erheblicher Nutzen dieses Wassers auch darin liegt, dass es eben zufälligerweise auch basisch ist und nicht nur antioxidativ. Gibt es an der Stelle noch andere Erkenntnisse, die für die Basizität sich stark machen? Ja, zunächst mal möchte ich auf eins hinweisen, was in den Anfangsjahren so um 2004, aber auch teilweise noch heute von Leuten, die Wasserionisierer verkaufen, herumgeredet wird. Das ist das OH-Ion. Das wurde vielfach sogar für die Antioxidativität verantwortlich gemacht, weil man hatte gesagt, OH, Minus, da ist ja ein
Minus, da ist ja ein Elektron, das kann das abgeben. Ist nur blöd, wenn es das abgeben würde, dann wäre es ein OH-Radikal, was jetzt dann nicht unbedingt ein günstiger Effekt wird. Aber warum sollte ein OH-Minus überhaupt ein Elektron abgeben? Das hat die perfekte Achterschale, nämlich 6 von dem Sauerstoff, 1 von dem Wasserstoff und ein zusätzliches Elektron, sodass man die Idealzahl für diese Schale 8 hat. Und das denkt überhaupt nicht daran, antioxidativ zu wirken. Und manche haben sogar gesagt, das Redoxpotenzial ist negativ, es kommt von diesem OH-. Völliger Quatsch, völliger Quatsch. Das Redoxpotenzial ist negativ, kommt ausschließlich vom molekularen Wasserstoff. Warum ist das so? Warum hat man das damals so gedacht und warum ist es in Wirklichkeit anders? Ich hatte vor einigen Jahren ein Gespräch mit dem Professor Vormann hier in München, der leitet das Institut für Prävention und Ernährung. Wir haben uns unter anderem über dieses Thema unterhalten. Und er sagte mir, wissen Sie, Herr Heppenheimer, Ihre Frage ist so trivial wie kompliziert zugleich. Wenn ich heute einem Probanden in einer Studie Vitamin C gebe, und dann kann ich untersuchen, welche Metaboliten am Ende übrig bleiben. Ich kann genau untersuchen, was im Stuhl, Urin und Schweiß, in allen Ausscheidungen, was übrig ist, dann weiß ich genau, was im Stoffwechsel mit diesem Vitamin C passiert ist. Das kann ich auch mit Provitamin A machen oder mit Vitamin E oder mit irgendwas. Aber mit Ihrem blöden Wasser, da geht es eben nicht. Ja, das Wasser bildet bei seinen Prozessen innerhalb des mitochondrialen Zellstoffwechsels keine Metaboliten. Da bleibt nichts übrig sozusagen. Deshalb können Sie auch nicht genau sagen, was wo wirkt. Das herauszufinden, war dann an anderer Stelle eben die Aufgabe, wo man eben dann gesehen hat, welche biochemischen Prozesse sind denn notwendig, um tatsächlich ein freies Radikal unschädlich zu machen. Es ist ja nicht einfach so, dass man sagt, hier ist das freie Radikal, hier ist der Radikalfänger, patsch, die kommen zusammen, alles ist gut. Schön wäre das, wenn das so wäre. Die Wahrheit ist ja, das sind komplexe Prozesse. Ein Hydroxidradikal, von dem du gerade sprachst, oder ein Superoxidanion, die werden nicht einfach zu Wasser reduziert, sondern das sind mehrere Prozessreaktionen, die da aufeinander folgen, bis aus dem boshaften Burschen ein harmloses Wassermolekül wird. Ja? Da ist eine Menge erforderlich an Arbeit, bis dieser Reduktionsprozess beendet ist. Und da kommt man eben nur drauf, wenn man das auch eben sehr genau, wie beispielsweise Chirata, angucken kann. Jetzt reden wir jetzt schon einige Zeit lang von Radikalen. Ja, oh, stimmt. Und das ist natürlich auch eine Sache, die zu sehr viel Missverständnissen geführt hat. Denn zu Recht haben Mediziner darauf hingewiesen, ja, der menschliche Körper, der darf gar nicht zu viele Antioxidantien bekommen. Da sind ja dann auch in diesen Jahren diese Vitaminstudien und Nahrungsergänzungsmittelstudien gekommen, wo man gesehen hat, dass eine zu hohe Vitamingabe und Antioxidantiengabe mitunter sogar schädlich und krankheitsfördernd ist. Also insofern haben natürlich viele Fachleute gesagt, das wolltet ihr mit eurem antioxidativen Wasser und dann auch noch so viel davon trinken. Da kommt man ja in eine antioxidative Disbalance. Könnte man meinen. Und dann bricht das Immunsystem zusammen. Und da muss ich ehrlich sagen, da war man eine Zeit lang sprachlos, was man dazu sagen sollte. Weil irgendwie hat, also mich zumindest, mir hat es widerstrebt zu sagen, man müsste halt weniger trinken, wenn ihr das Gefühl habt, weil das schien mir nicht zu passen, weil ich kriege immer Durst, wenn ich dieses Wasser trinke. Und das stimmt. Ich kann gar nicht viel genug davon trinken und ich fühle mich nach dem Trinken wohler als vor dem Trinken. Also das konnte es irgendwie nicht sein. Und dann kam 2008 die Forschungsgruppe von Shigeo Ota drauf, dass das gar nicht alle Radikale fängt. Das Wasserstoffwasser fängt gar nicht alle Radikale, sondern nur ganz bestimmte, ganz besonders aggressive und vor allem das Hydroxylradikal. Das hat ein Redoxpotenzial von 2300 Millivolt, ist also hochaggressiv. Positiv, ganz richtig, also richtig verrostend. Ja, weil man hatte bis dahin eigentlich immer gesagt, was wollt ihr denn mit Wasserstoff? Ja, natürlich entsteht der bei der Elektrolyse, ist auch ein bisschen was davon drin in dem Wasser, bis zu 1,6
Milligramm pro Liter bei normalem Druck, aber das ist doch, das gehört zu den sogenannten inerten Gasen, also ein bisschen träge Gase, da muss man schon ordentlich Zunder geben, dass die hochgehen. Natürlich, Raketen starten damit in den Weltraum, da ist wahnsinnig viel Energie drin, aber die muss man erstmal entfesseln und das hat man gedacht, das ist in der Physiologie gar nicht so einfach möglich. Nur, jetzt hat man festgestellt, ja, bei einer bestimmten radikalen Herausforderung, so um die 1,8 Volt plus, da geht der molekulare Wasserstoff auf einmal auseinander, wird ein Wasserstoffatom, was stark antioxidativ wirkt und dieses Radikal löscht. Und das andere wird ein einfaches Proton, das über den normalen Säureentsorgungskreislauf entsorgt werden kann. Das unabhängig davon innerhalb des Zellstoffwechsels. Es kann zu OH- gehen und ja, wird ein Wasser. Ja, genau, und was im Übrigen auch innerhalb unseres Zellstoffwechsels benötigt wird. Natürlich. Wenn wir ATP produzieren, spielen Protonen, je nachdem, ob wir mehr oder weniger brauchen, eine ganz entscheidende Rolle. Also das wird natürlich auf jeden Fall im Stoffwechsel auch wieder verackert und gebraucht. Ja, das ist in der Tat so und da zeigt sich eben an dieser Stelle auch, dass der Wasserstoff eine ganz besondere Eigenschaft hat. Er kann nämlich, wenn er dann atomar geworden ist, etwas, was kein anderes Teilchen in diesem Universum besonders gut kann, er kann sein Elektron viel leichter abgeben, weil die Elektronenbindungskraft des Elektrons im Wasserstoff viel kleiner ist als bei allen anderen Molekülen oder Atomen, die wir kennen. Und deshalb ist er der richtige Gegenspieler für unser Hydroxylradikal. Das kennen wir ja vom Steuersystem. Den kleinen Leuten kann man es viel leichter wegnehmen, genau, als den großen. Genau, das ist ein guter Vergleich. Ja, ich denke, dann haben wir mal eine schöne Runde an Erfahrungen, Ideen ausgetauscht und wir sollten dann eine kleine Pause machen. Das nächste Thema an genau. Gedenken. Ja, wir haben uns schon ein bisschen über das Thema Basisaktivwasser unterhalten und sind an einer Stelle auf ein Thema gestoßen, das wir noch ein bisschen vertiefen sollten, weil es, wie ich finde, von bedeutender Wichtigkeit ist. Kann man denn zu viele Antioxidantien tatsächlich zu sich nehmen? Ist das so? Ganz offensichtlich. Ganz offensichtlich. Wie diese Studien eindeutig ergeben haben, es gibt eine Überfütterung mit Antioxidantien, insbesondere mit bestimmten. Eins davon, soweit ich jetzt weiß, ist Tocopherol. Mhm. Genau, das Alpha-Tocopherol. Das kann ziemlich gefährlich werden, wenn man das überdosiert. Beim Vitamin C ist die Gefahr nicht so groß, weil man davon nur eine begrenzte Menge aufnehmen kann, nämlich 2 Gramm pro Tag. Ja, das geht über bestimmte Rezeptoren in Darm rein, aber nur bis zu dieser Menge und der Rest wird Dünnpfiff. Genau. Da kann also nicht so viel passieren, aber wie gesagt, wir sollten vielleicht erstmal unterscheiden zwischen den verschiedenen Antioxidantien. Es gibt nämlich, das stimmt. Es gibt nämlich ganz, ganz verschiedene. Und zwar, also einen Hauptunterschied würde ich mal setzen in intrazellulär wirksam und dann noch intramitochondrial wirksam. Und da ist die Frage der Größe eine ganz wichtige. Also wenn man sich jetzt meinetwegen so ein Glutathion ansieht, das hat glaube ich ein Molekulargewicht über 200. Das ist also ein riesiger Brocken. Genau. Wenn man sich einen Wasserstoff Molekül anschaut, das hat halt das Molekulargewicht von 2. Entsprechend ist das eine halt ein Dickwanz, der nicht in die Zelle reinkommt. Schon gar nicht ins Mitochondrium. Und schon gar nicht ins Mitochondrium. Und das andere kommt halt wirklich überall hin. Es ist beim Wasserstoff ist es so, dass er ja dünner als alles andere in unserem Körper ist. Im Übrigen, kleine Sache am Rande. Was viele immer erschreckt,
wenn man ihnen sagt, aus wie vielen Wasserstoffatomen sie prozentual bestehen. Und wenn sie dann die Zahl 99 hören. Das heißt, so wie er hier sitzt und wie ich hier sitze, wir bestehen zu 99% aus Wasserstoffatomen. Warum? Von der Zahl her. Warum? Einfach, weil das so winzig viel kleiner ist als alle anderen Molekularstrukturen, die wir in unserem Körper haben, dass es einfach zu diesen Größenverhältnissen kommt. Ja? Insofern haben wir eigentlich keinen Mangel an Wasserstoff im Körper. Aber es geht um den freien Wasserstoff und nicht um den gebundenen. Du hast eben ein Enzym angesprochen und das ist ein guter Hinweis auf noch einen weiteren wichtigen Aspekt. Wir kennen ja zwei verschiedene Wege, die dazu führen, dass unsere Zellen vor diesen Zellschädlingen, den freien Radikalen, geschützt werden. Das eine, das sind die körpereigenen Prozesse mit all diesen Enzymen, die ganz abenteuerliche Namen haben, wie Glutathion, Superoxid, Dismutase, Katalase, Peroxidase und so weiter. Körpereigenes, ausgeklügeltes Abwehrsystem, das gut funktioniert. Und wir haben die zweite Seite, das sind eben die von dir schon angesprochenen Provitamine oder Vitamine, die ebenfalls antioxidativ wirken. Und wir haben an dieser Stelle noch einen dritten Mitspieler im Bunde, der in der medizinischen Fachliteratur sicherlich unterschätzt wird. Das ist nämlich unser Freund, der Wasserstoff. Und es gibt an dieser Stelle etwas ganz Entscheidendes. Unser körpereigenes System wird natürlich nur dann aktiv, wenn es gebraucht wird. Das hat der Körper so eingerichtet und das funktioniert auch tadellos. Wenn du dir natürlich permanent meinst, Antioxidantien zuzuführen, oder ich, und wir dann fleißig Vitamin A, Vitamin C oder Vitamin E Tabletten zu uns nehmen, dann passiert unserem Körper etwas. Denn diese Vitamine, die wir zu uns nehmen, die müssen zwingend durch unseren Stoffwechsel laufen. Das können wir nicht vermeiden. Unser Stoffwechsel ist so gestrickt, dass er all das, was er als Vitamin, als Nahrung, als Mineralstoff, als was auch immer zugeführt bekommt, auch verstoffwechseln, verackern, verarbeiten muss. Und eben wenn wir zu viel Vitamin A haben, ein Beispiel von vorhin, dann kann das ganz problematische Konsequenzen haben, bis hin zu tatsächlichen Störungen bei der Funktion unseres Sehvermögens. Wie ist das bei Wasserstoff? Ja, Wasserstoff können wir überhaupt nicht zu viel haben, denn wir haben sowieso ständig zu viel Wasserstoff, weil wir nämlich Wasserstoff produzierende Wesen sind. Wasserstoff absondernde Wesen. Wenn Sie jetzt hier meine Ausatemluft messen würden, dann könnten Sie darin Wasserstoff nachweisen. Ständig geben wir Wasserstoff her. Da sind wir bei einem weiteren Enzym, das du vorhin nicht genannt hast, nämlich der Hydrogenase. Jawohl. Die Hydrogenase, das sind jetzt, sagen jetzt Leute, die sich nicht so ganz auskennen im menschlichen Körper, die existiert in keiner menschlichen Körperzelle. Die Hydrogenase ist das Enzym, das Wasserstoff generiert. Aus Kohlenhydraten. Aber unser menschlicher Körper hat viel mehr Zellen, die Wasserstoff produzieren, als eigene. Die sitzen nämlich im Darm. Das ist Fremd-DNA, so wie im Grunde das Mitochondrium auch eine Fremd-DNA ist. Das sind Symbionten in unserem Körper, die ständig Wasserstoff produzieren. Vor allem dann, wenn wir uns vernünftig ernähren. Dann produzieren die nämlich besonders viel davon. Nämlich faserreich, ballaststoffreich, Stoffe, die wir nicht so leicht verdauen können. Für die sind diese wasserstoffproduzierenden Bakterien im Dickdarm ganz wichtig. Und vom Darm aus wird dann der ganze Körper mit Wasserstoff durchstrahlt und deswegen atmen wir auch Wasserstoff ständig aus. Jetzt haben wir das Problem, dass wir uns eben nicht so ernähren, dass es diesen Bakterien immer besonders gut geht. Sprich, die faserarme Fastfood-Ernährung, die immer mehr
um sich greift. Vielleicht ist das der Grund, warum jetzt gerade das Wasserstoffwasser so in Mode kommt. Es schießt ja wirklich aus dem Boden, es explodiert geradezu. Ja. Sowohl in der Forschung als auch im Markt, von Asien ausgehend. Und der Grund könnte einfach sein, dass in der ganzen westlichen Welt, wo diese ungesunde Ernährung vorherrscht, die wasserstoffproduzierenden Bakterien einfach nicht mehr genug Wasserstoff produzieren, sodass wir viel Wasserstoff ausatmen. Ja? Und deswegen es sich also günstig erweist, wenn wir uns Wasserstoff direkt zuführen durch Wasser, wo wir nicht Bakterien erst damit ernähren müssen, sondern wo wir den einfach direkt zur Verfügung haben. Man kann das ja schön messen. Wenn ich jetzt hier so ein Glas wasserstoffreiches Wasser aus dem Wasserionisierer trinke, wir kommen gleich auf andere Möglichkeiten, wie man das noch machen kann, dann wird innerhalb von 10 Minuten der Wasserstoff in jedem Organ angekommen sein. Und zwar in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Eines der Organe, wo es am schnellsten hingeht, ist das Gehirn. Weil dieser Wasserstoff die Blut-Hirn-Schranke problemlos durch einen. Ja, der kennt überhaupt keine Schranken. So ist es. Das geht durch. Das ist ja der Witz. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man sich so viel von diesem Wasserstoffwasser verspricht bei der Bekämpfung von Krankheiten des Gehirns. Alzheimer, Parkinson. Da hat man überall erstaunliche Wirkungen jetzt schon festgestellt, obwohl man noch am Anfang der Forschung ist. Ja, man kann sagen, wie schnell ist der Wasserstoff in der Bauchspeicheldrüse, wie schnell ist er in der Leber, wie schnell ist er in der Milz und so weiter. Da gibt es so eine richtige Topografie, wie schnell der Wasserstoff aufgenommen wird. Er wird nicht nur übers Blut zirkuliert, sondern der zirkuliert auch direkt, weil er einfach durch die Gefäße durchkommt. Nur in die Knochen kommt er nicht rein. Du hast was ganz Wichtiges vorhin gesagt. Wir produzieren im Rahmen unseres Verdauungssystems Wasserstoff, den wir auch essentiell brauchen, ganz klar. Und was ist also naheliegender, als zu sagen, Strick, wasserstoffreiches Wasser, dann habe ich auf jeden Fall da mal einen guten Ausgleich für das, was ich möglicherweise nicht mehr so gut selber produzieren kann. An dieser Stelle kommt noch etwas ins Spiel, das wir keinesfalls aus den Augen verlieren dürfen. Basisches Aktivwasser, da steckt noch was anderes drin. Da steckt Calcium in gut verfügbarer Form drin und da steckt unser Hydroxidion drin. Und dieses Calcium als positiv geladenes Ion, das Hydroxid als negativ geladenes Ion, die mögen sich gut leiden. Die sind zwar keine Calcium-Hydroxid-Verbindung, die fest aneinander klebt, aber die sind zumindest elektrisch aneinander, so ein bisschen wie eine, na, sagen wir mal, leichte Verlobtheit, könnte man, das fand man, glaube ich, ganz gut. Man könnte es auch als Gips in Statu Nascendi bezeichnen. Genau, das ist ein guter Vergleich. Ne? Auf jeden Fall hat vor vielen Jahren bei mir der Rolf Zimmermann angerufen, der übrigens bedauerlicherweise im vergangenen Jahr bei einem Unfall ums Leben gekommen ist, und hat er sich einen Wasserionisierer gekauft. Oder noch einen. Und wir haben uns dann unterhalten, wie kommen Sie denn dazu? Sagt er, ja, er hat ein Labor und er untersucht. Unter anderem macht er auch für Ärzte und Heilpraktiker so eine Untersuchung über die Bildung von Fäulnisgasen innerhalb unserer Darmtätigkeit, weil diese Indole und Skatole, ja, kennst du alles, ja. Und er sagt, er kann mit seinen Methoden, die er da hat, kann er schon 5 Jahre, bevor jemand Darmkrebs kriegt, sehen, das ist ein potenzieller Kandidat. Da hat noch kein Arzt auch nur die Chance, irgendwas wahrzunehmen. Und er sagte, ich habe das festgestellt, mit diesem Wasser wird die Menge an Fäulnisgasen schnell vermindert. Ja, und er sagte, ich weiß auch jetzt, warum das so ist. Das hängt mit dem Calcium und dem Hydroxid zusammen. Diese beiden Stoffe, die sorgen dafür, dass das Milieu im Darm sich verbessert. Dann, als er mir das erzählte, musste ich ein bisschen schmunzeln. Das Gleiche hatte ich nicht lange vorher gelesen in einer klinischen Beobachtung vom Hayashi und vom Muninori am Kaiowa Medical Center. Die haben Gleiches geschrieben, ja, dass eben hier diese Calciumstruktur dafür sorgt, dass das Milieu im Darm besser wird. Das heißt, wir haben an dieser Stelle diese Basizität vom Wasser, die ist sozusagen der Pfortenöffner,
für ein gutes Milieu. Und mit dem Wasserstoff, den wir in unserem basisch ionisierten Wasser drin haben, sorgen wir dafür, dass wir dem Körper diesen so wichtigen Stoff auch zur Verfügung stellen, um ihn aktiv zu nutzen. Kann man zu viel Wasserstoffwasser trinken? Es ist so, wie kann man zu viel Sauerstoff atmen? Was zu viel ist, wird einfach wieder ausgeatmet. Genau. Also wir geben Wasserstoff über jede Hautpore ab, allerdings in geringerem Umfang als über den Ausatmen. Das ist überhaupt die grundsätzliche Frage. Es gibt ja den Tyler LeBaron, das ist der Guru der amerikanischen Wasserstoffwasserbewegung. Und mit dem bin ich in einem ja, jetzt schon fast ein Jahr lang gehenden Dialog über die Wirkungen von dem Wasser. Und ich habe ihn gefragt, ja, wo soll man denn jetzt eigentlich das ansetzen? Wie viel Wasserstoff braucht man denn? Und er hat gesagt, ja, also kommt drauf an. Gute Antwort. Kommt drauf an. Zu viel kann man jedenfalls nicht kriegen, weil was drüber ist, wird ausgeatmet. Ist kein Problem. Nur zu wenig. Was ist zu wenig? Und er meinte, also unter 300 Mikrogramm wäre zu wenig. Der Professor Otto meint unter 500. Das sei 500 sei das therapeutische Level. Also das ist das, wo die Ärzte und Forscher jetzt daran rumforschen, mit solchen Wasserstoffgehalten von 500 Mikrogramm oder 500 ppm. Und dann kann man eigentlich hochgehen. Also man kann auch Wasser mit 6 ppm, das sind 6000 Mikrogramm, kann man trinken. Ich kann nur sagen, das schmeckt sowas von scheiße gut. Das geht runter wie Butter. Es schmeckt unheimlich gut. Mhm. Ja? Ob es allerdings dann jetzt in dieser Menge Wasserstoff was nützt, das ist fraglich. Denn nachdem man ja messen kann, wie schnell das dann wieder ausgeatmet wird, wie schnell das sogenannte Expirationsvolumen vom Wasserstoff wächst, da kann man sagen, okay, es gibt irgendwie so einen gewissen Partialdruck im Körper von Wasserstoff, der gut ist, der sozusagen das ganze antioxidative System am Laufen hält. Ja. Und es gibt einen Überdruck, der schadet nicht, aber man muss es jetzt nicht mit aller Gewalt so hochhalten. Ich meine, die Tiefseetaucher, die unter hohem Überdruck laufen, die haben ja oft Gemische, also wenn man bis über 800 Meter tauchen will, dann braucht man ein Gemisch, wo fast 90% Wasserstoff drin ist und kaum mehr Sauerstoff. Weil eben der Wasserstoff sich nicht metabolisiert unter dem hohen Druck und deswegen keine Probleme im Körper schafft. Also ein zu viel an Wasserstoff scheint es nicht zu geben, ein zu wenig schon. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und so wie man die sind ja jetzt schon fast 1000 wissenschaftliche erstklassige Arbeiten darüber erschienen, über die Wirkungen von dem molekularen Wasserstoff. Wenn man sich das ansieht, dann ist das eigentlich die Hoffnung der Medizin im Moment. Das sind ja doch zwei verschiedene Dinge. Zum einen kommen wir jetzt an einen Bereich, wo es auch therapeutisch wird, ja. Also wo ich sage, ich mache ganz gezielt spezielle Wasserzubereitungen mit ganz spezifischen Mengen an gelöstem Wasserstoff, mit ganz spezifischen pH-Werten, ob sauer oder basisch oder was auch immer, um eben auch ganz bestimmte medizinische Effekte zu erzielen. Ja? Wir kennen ja aus den Arbeiten von Miroschnikow und anderen, dass die ganz gut untersucht haben, wie funktioniert Zellwachstum, in welchem Milieu und mit welchen pH-Werten und welchen ORP-Werten und so weiter. Das wissen wir alle. Und die haben ja übrigens auch gezeigt, dass das Zellwachstum im gut basischen Milieu bei einem hohen Anteil von gelöstem Wasserstoff gut funktioniert. Ja? Und dann, wenn wir das Milieu sauer machen, also
sauren pH-Wert haben und keinen Anteil mehr an freiem Wasserstoff, sondern hier tatsächlich Protonen die Rolle spielen, dann geht das Zellwachstum zurück. Im Gegenteil, werden Zellen sogar zerstört. Auch das sind Dinge, die man medizinisch sicher nutzen kann. Das ist so ein Gebiet, wo ich sage, das sollte auch denen dann vorbehalten bleiben, die auch medizinisch-therapeutisch arbeiten. Klar. Und unser Ansehen ist es ja, wenn ich über gutes Wasser spreche, dann spreche ich über ein Wasser, das nicht dazu dient, Krankheiten zu behandeln oder ich könnte sogar so weit gehen, sagen, Krankheiten zu vermeiden. Ich möchte gerne ein Wasser haben, das dazu dient, dass die Gesundheit erhalten wird. Ja, also das ist der positiv betrachtete Aspekt, Gesundheit erhalten. Und da ist es doch schon erfreulich, wenn ich merke, dass in meinem Basis- und Aktivwasser, wenn diese Basizität meinem Darm hilft, das gesunde Milieu zu erhalten oder wieder zu erlangen und wenn der gelöste Wasserstoff im Basis- und Aktivwasser dazu beiträgt, dass mein Immunsystem gestärkt und unterstützt wird. Das ist doch ganz charmant. Und wenn du dann noch dazu ergänzt und sagst, so viel Wasserstoff kannst du gar nicht zu dir nehmen, weil geht nicht. Zum einen brauchen wir den Stoffwechsel noch für viele andere Dinge. Der kann also an ganz unterschiedlicher Stelle seinen Einsatz finden. Und zum anderen, was wir tatsächlich nicht verarbeiten, Expiration und er ist wieder verschwunden. Da herrscht ja viel Begriffsverwirrung auch in der ganzen Wasser- und Wassertherapie-Szene. Also, man darf ja gar nicht sagen, Wasser ist gesundheitsfördernd. Oh, gefährlich, ja. Aber kein Wasser ist auf jeden Fall gesundheitsschädlich. Das stimmt. Das ist das eine. Und genauso ist es mit dem Wasserstoff. Ja. Es spricht sehr viel dafür, dass Wasserstoff gesundheitsfördernd ist. Das erkläre ich gleich nachher noch an einem ganz einfachen Beispiel. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass man das sagen darf. Jedenfalls noch nicht in außerwissenschaftlichen Kreisen und schon gar nicht im Zusammenhang mit Wasser. Also verkauft man das Ganze am besten getrennt. Wasser und Wasserstoff. Ja. Was ja manche Leute tun, die kommen zum Beispiel auf die Idee, da tue ich mir jetzt irgendein möglichst reines Wasser rein, und dann tue ich mir hier so eine Sprudeltablette rein, die macht mir dann Wasserstoff rein. Man sieht hier, es ist einfach eine Reaktion mit Magnesium, genau, die da stattfindet. Der hätte mit so einer Jache ja schon vor 15 Jahren sich ausgedacht. Das hat nur zwei blöde Aspekte. Also so eine Tablette kostet ungefähr 1 Euro. Und das Ganze schmeckt anschließend ganz ekelhaft. Man kann davon also sicherlich jetzt nicht 2 Liter trinken oder auch nur 2 Gläser gern. Quasi ausgeschlossen. Das ist das Problem. Das ist dasselbe Problem, wenn man das Ganze jetzt hier mit so einem Magnesiumstab macht. Genau. Da setzt sich auch Magnesium um, das heißt, es löst sich im Wasser, genau, unter Freisetzung von Wasserstoff. Von Wasserstoff. Das Dumme dabei ist, dass das Magnesium dabei Magnesiumoxid wird und oxidiert und dass es nach einer Zeit lang nicht mehr reagiert. Dann muss ich das in ein Säurebad tun, genau, und wieder entoxidieren und dann geht es wieder eine Zeit lang. Jetzt kommen wir mal zu einem Aspekt, das ist jetzt das Modell, ich tue was ins Wasser rein, zusätzlich. Genau. Was wir zwei Jungs machen ist, wir tun was aus dem Wasser raus, deswegen habe ich vorhin gesagt, wir entsäuern, genau, das Wasser. Das heißt, wir nehmen schon mal, was man wissenschaftlich Anionen nennt, raus, indem wir die einfach woanders hinschicken und nicht ins Trinkwasser. Also wir nehmen was raus, wir geben nichts dazu. Der Wasserstoff ist im Grunde ja auch schon drin, genau, aber
Er ist im Wassermolekül drin. Wir nehmen aber jetzt einigen dieser Wassermoleküle die Protonen, also die sauren Burschen, weg. Also wir nehmen wiederum etwas weg und enthalten dadurch sozusagen so ein Hybridprodukt. Das möchte gerne das alles wieder haben. So ist es, fehlt was. Und das ist der Effekt, der eigentlich beim Trinken entsteht. Ich habe ein von Dingen, die ich nicht drin haben will, nämlich Energielosigkeit und Säuren, bereinigtes Wasser. Und das wird genau das in den Körper weitergeben. Es wird seinen Energieüberschuss an ihn abgeben und Säuren in sich reinholen. Und die können wir dann munter auf der Toilette entsorgen. Genau. Das Charmante ist, was wir ins Wasser hineingeben, ist nämlich nichts Stoffliches. Ja, ein Elektron ist eine Form von Energie, die wir dem Wasser zuführen. Und diese Energie, die bleibt in unserem basischen Aktivwasser erhalten. Und diese Energie sorgt auch dafür, dass das, was wir nicht gut brauchen können, auf der anderen Seite beim Wasserionisierer mit dem sauren Wasser weggeleitet wird. Ich denke, das ist ganz entscheidend zu wissen. Wir packen nichts Künstliches rein, sondern wir sorgen dafür, dass ein Mehr an Energie dieses Wasser energiereich macht, Lebensenergie zum Trinken, könnte man sagen. Und wir sorgen dafür, dass das, was wir gut brauchen können, reichlich vorhanden ist, nämlich molekularer Wasserstoff und natürlich ein Überschuss an moderater Überschuss an Basizität, die, wie wir vorhin schon gelernt haben, dazu beiträgt, dass unser Milieu im Darm und anderes mehr in einem gesunden bleiben. Also, der Wasserionisierer besteht ja auch noch aus einem Vorfilter. Da nehmen wir erstmal schon mal aus dem Wasser alles das raus, was uns schaden könnte. Genau. Schadstoffe. Das zweite ist, wir nehmen durch die Elektrolyse Sachen raus, die wir da nicht drin haben wollen, weil wir einen Vorteil von dem Wasser haben wollen. Das heißt, wir reduzieren das Wasser noch um weitere Dinge, nämlich die Säuren und den Energiemangel. Genau, das stimmt. Und das Dritte ist, es kommt trotzdem noch was dazu, nämlich, das muss ich jetzt mal erklären, stellen wir uns mal 2 Liter Wasser vor. 2 Liter Wasser mit jeweils, sagen wir mal, 100 Milligramm Calcium. Haben wir also insgesamt 200 Milligramm Calcium. So, und jetzt haben wir in dem Ionisierer so ein kleines Gitter, das nennt man Diaphragma-Membran. Das lässt diese Mineralien austauschen, die mit der positiven Ladung, wo zum Beispiel zufälligerweise das Calcium ist, die gehen da rüber. Das heißt, wir haben hier... Also die gehen dahin, wo der... Minuspol genau, ist, wo die Kathode oder der Minuspol ist. Das heißt, wir sammeln da diese Mineralien mit der positiven Ladung ein. Das heißt, wir bekommen doch irgendwie einen Zugewinn, aber nicht indem wir irgendwie sowas dann Grauenhaftes dazugeben, sondern indem wir das, was aus dem, in dem Wasser drin ist, an noch guten Stoffen, weil die Schadstoffe haben wir ja schon rausgefiltert. Die verdichten wir sozusagen. Die verdichten wir, ja. Und auf der anderen Seite in dem sauren Wasser verdünnen wir sie. Und da schieben wir das rein, zum Beispiel ein typisches unangenehmes Anion mit negativer Ladung ist das Nitrat. Genau. Das schieben wir darüber. Genau. Das Charmante ist ja, diese Stoffe, von denen wir gerade sprechen, diese positiv geladenen, die Chemiker sagen, das sind Alkali und Erdalkalimetalle, landläufig oder in der Literatur auch als Mineralien bekannt. Das sind so die Sachen wie Calcium, Kalium, Natrium, Magnesium. Das sind all die Stoffe, die wir entweder als Mengenmineralien oder als Spurenelemente dringend brauchen. Ohne Kalium schlägt dein Herz nicht, meins auch nicht. Ohne Calcium und Magnesium sind unsere Knochen wertlos und die Zähne leiden. Das heißt, wir haben eine Verdichtung an Mineralien in diesem Wasser, die uns besonders dienlich sind. Da kommen wir in den Sinn, las ich gerade dieser Tage wieder in einem Pamphlet, dass diese Mineralstoffe, die im Wasser drin wären, da eigentlich schädlich sind, weil die sind nämlich
anorganisch. Genau. Und anorganische Mineralien können wir nicht verstoffwechseln. Ich sage gleich was dazu. Wie siehst du denn das? Ja, also diese Jungs, das sind meistens Jungs. Ich habe das selten von einer Frau gehört, die von diesen anorganischen Mineralien sprechen. Also, sorry, Mineralien sind immer anorganisch. Sie gehören zur anorganischen Chemie und das da bleiben stimmt. Die auch. Das ist so. Da ist nichts mit organisch. So, die meinen natürlich schon was. Die meinen, dass das besser ist, wenn das aus was Biologischem rauskommt, das Calcium. Zum Beispiel aus dem Stück Käse oder aus der Milch. Oder dem Spinat. Der Kartoffel, der Banane. Ja, oder dem Spinat. Ja. Aber jetzt frage ich mich natürlich, wo das Gras, das die Kuh frisst, um das Calcium in die Milch zu bringen. Ich habe noch nie eine Kuh ein Glas Milch trinken sehen. Die frisst Gras. Aber wo hat denn das Gras eigentlich das verdammte Calcium her? Ja, aus den Steinen, Kalksteinen, die in der Erde gelöst sind und dann übers Wasser in das Gras kommen. Wieso kann jetzt die Pflanze das Calcium aus dem Wasser aufnehmen, das Anorganische, und wir sollen es aus dem Wasser nicht können? Wir können es genauso gut. Unsere Vorfahren konnten das schon. Und jetzt meine ich mit unseren Vorfahren zum Beispiel sowas wie Einzeller, Pantoffeltierchen zum Beispiel oder Wimperntierchen, einzellige biologische Lebewesen, Tiere, keine Pflanzen wohlgemerkt. Wo leben die? Naturgemäß im Wasser. Wo nehmen die ihre Mineralien her? Aus dem Wasser. Und da ist die Natur auf eine grandiose Idee gekommen. Sie hat es nämlich ermöglicht, dass Zellmembranen, deine, meine, die von Pflanzen eine ganz wichtige Eigenschaft hat, die kann Mineralien, egal in welcher Form die vorliegen, wie die gelöst sind, durchlassen, um innerhalb des Zellstoffwechsels dann die zu den entsprechenden Prozessen heranzuziehen. Funktioniert tadellos seit Millionen von Jahren und geht immer noch. Abgesehen davon, wenn wir mal gucken, du hast bestimmt auch diese eine Studie gelesen. Es gibt von der WHO eine Untersuchung über eine Reihe von Erkrankungen, die in asiatischen Landstrichen immer einhergingen mit einer Minderversorgung in Mineralien. Und man hat dann aus Kostengründen die Bevölkerung da mit mineralreichem Wasser versorgt. Und die Singapurer Universität hat es dann nach dieser Arbeit untersucht und siehe da, die hatten sehr, sehr gute Erfolge mit dieser Methode. Das heißt, man kann ganz gut sehen, dass eben diese Mineralien aus dem Wasser hervorragend im Stoffwechsel aktiv werden und auch im Stoffwechsel verwendet werden können. Also, einfach mal zum Mitschreiben, ganz einfach, Mineralien im Wasser sind für jedes Lebewesen viel leichter aufnehmbar als durch den Verzehr anderer Lebewesen. Vielleicht sollte man das noch ein bisschen genauer erklären. Ich meine, viele Leute geben eine Menge Geld, so wie ich, für Mineralwasser aus, ich zum Sammeln und weniger zum Trinken und zum Testen. Warum? Ist klar, weil ich hier dieses lieber trinke. Und das hat seinen Grund. Also jetzt zunächst mal subjektiv, weil es mir besser schmeckt als all dieses. Als all diese Designerwässer. Jetzt nehmen wir mal so ein einfaches Mineralwasser. Das ist das, was die Ärzte in ihrem Studium kennenlernen und für Wasser halten, wenn jemand dehydriert ist. Dann muss er nämlich das bekommen. Das ist 0,9%ige Kochsalzlösung, auch Natzel genannt, benannt nach dem Ion Natrium und dem Ion Chlorid. Das Natrium ist Na+ und das Chlorid ist Cl-. Die beiden bilden letztlich das Kochsalz, was Sie alle aus der Küche kennen. Genau. Und wenn das im Wasser gelöst wird, dann fällt es auseinander in ein Natriumion und in ein Chloridion mit jeweils unterschiedlicher Ladung. So kann man das sagen. Das stimmt. So, was ist jetzt der Unterschied zwischen einer solchen ionischen Kochsalzlösung und jetzt dem basischen Aktivwasser?
Naja, das ist gar nicht so schwierig. In unserer isotonischen Kochsalzlösung, da sind das Natrium und das Chlor trotzdem noch verbandelt, sozusagen verheiratet. Auch wenn die getrennt im Wasser gelöst sind, sie hängen trotzdem fest zusammen. Das liegt daran, dass das Natrium, wie du richtig gesagt hast, ein positiv geladenes Teilchen ist und das Chlor ein negativ geladenes Teilchen. Und so sind die quasi verheiratet, ob die das nun wollen oder nicht. Wenn wir nun unsere Kochsalzlösung in unseren Ionisierer reinpacken, übrigens in jedem Leitungswasser ist ein bisschen Kochsalz drin, das wissen wir. Fast jeden. Ist fast ausgeschlossen, dass keines drin ist. Was passiert denn da? Wir haben es schon gelernt, die positiv geladenen Teilchen, also in unserem Fall unser Natrium, die wandern vermehrt wohin? Ganz klar, da, wo der Minuspol in unserer Wasserzelle ist, in der das basische Aktivwasser entsteht. Das Natriumion ist im Kathodenwasser oder auch basisch Aktivwasser. Und das Chlorion, das ist, was negativ geladen, natürlich schnell auf den Weg in die Anodenkammer gegangen und ist dort im sauberen Wasser gelöst. Bildet übrigens dort zusammen mit den Protonen sowas wie eine hyperchlorige Säure, genau. Nicht gepuffert, aber kräftig. Da kann man den Finger reinhalten, passiert nichts, das ist das Gute daran. Und auf der anderen Seite, da haben wir unser Natrium, das ist nun ungebunden frei. Wie wird es stabil gehalten, in Lösung gehalten? Ganz einfach, wir haben ja gleichzeitig Hydroxidionen, die negativ geladen sind. Die bilden sozusagen auf der anderen Seite der Waagschale die Balance, sodass das alles im Gleichgewicht bleibt. Und damit ist im Grunde alles gut. Das Wichtige ist zu wissen, das Natrium hier und das Hydroxidion da, die sind nicht verheiratet wie das Kochsalz, sondern die schwimmen ganz getrennt munter durch unser Wasser und sind so leicht für unseren Stoffwechsel verfügbar, aber nicht mehr irgendwo chemisch angeklagt, sondern physikalisch frei. Ja, man kann auch sagen, dass die Ionenbilanz anders aussieht. Die elektrische Bilanz sieht irgendwie anders aus. Das ist so, genau. Sagen wir mal, das Natrium ist jetzt mein Gehalt, das am ersten aufs Konto kommt. Und über das kann ich verfügen, solange ich keine Gegenbuchung habe, dass ich es nämlich schon bei eBay ausgegeben habe, in gleicher Höhe. Genau. Und das CL wäre in dem Fall die Gegenbuchung. Ja? So habe ich dann null von meinem Gehalt. Genau, wenn es zusammenklappt. Und im basischen Aktivwasser habe ich halt das Natrium wirklich in purer ionischer Form. Und das ist ja etwas, was den Herrn Krilutzki und Barkier bei ihren Untersuchungen aufgefallen ist. An diesem basischen Aktivwasser stimmt was nicht. Ja. Das stimmt was nicht. Das kann eigentlich gar nicht sein, weil wenn man es ausrechnen würde, nach den bekannten Gleichungen der Chemie, dann müsste der pH-Wert von unserem basischen Aktivwasser ein ganz anderer sein, auch der Redoxwert, als der, den man tatsächlich nachher misst. Wir haben viel niedrigere Redoxwerte und viel höhere pH-Werte als die, die bestehen würden. Nehme man die klassische Chemie zur Hilfe und würde das nach den Formeln von Herrn Ernst ausrechnen. Jo. Jetzt kann ich aber doch zum Beispiel, wenn ich jetzt hier aufmache und mir einen Schlauch nehme mit wo Wasserstoffgas kommt und das blubber ich dann hier rein, 10 Minuten lang lasse ich da Wasserstoff durchblubbern, ja. Dann bekomme ich eine wasserstoffhaltige Kochsalzlösung. Die ist aber jetzt wieder was anderes als unser basisches Aktivwasser, weil eben das CL dann noch drin ist, genau. Wenn ich das so mache. Was ich jetzt kurz beschrieben habe, das hat heutzutage einen modischen Fachausdruck, der heißt HIM. Ja, ja. Hydrogen Infusion Machine. Und die ist eigentlich im Prinzip nichts als so ein Bubbler. Ne? Die bubbelt Wasserstoffgas durchs Wasser durch, sodass ein Teil davon drin hängen bleibt. Und das kann man dann als Wasserstoffwasser bezeichnen, aber deswegen erklären wir das jetzt so,
damit Sie verstehen, dass da ein Unterschied ist zu dem, was aus dem Wasser ionisiere an Wasserstoffwasser rauskommt. Da bubbelt zwar auch Wasserstoff von der Kathode durchs Wasser, aber eben durch ein anderes Wasser, ja, dem eben diese negativen chemischen ionischen Gegenpole fehlen. Genau. Sodass das Produkt zwar beides als Wasserstoffwasser, wasserstoffreiches Hydrogen Rich Water bezeichnet werden kann, aber es sind zwei verschiedene Dinge. Man kann ja mit solcher einer Hydrogen Infusion Maschine oder durch Bebubbeln mit Gasblasen auch destilliertes Wasser, also wo sonst wo gar kein NaCl, deswegen tun wir das jetzt weg, drin ist, sondern reines Wasser. Genau. Und das kann ich auch Hydrogen Rich machen, indem ich das begase. Ja, durch so eine Maschine oder durch einen Schlauch oder sonst irgendwas. Und jetzt, wenn man das jetzt an verschiedenen Wassersorten, also wenn man meinetwegen jetzt hier so eine Mineralwasserflasche mit Wasserstoff begast und auf der anderen Seite destilliertes Wasser, dann erhält man zunächst mal den gleichen Wasserstoffgehalt. Sagen wir mal Vollsättigung, 1,6 Milligramm pro Liter habe ich jetzt in beiden erzeugt. Und jetzt stelle ich mich mit der Stoppuhr daneben und schaue, was passiert. Was habe ich nach einer halben Stunde noch drin, wenn das Ganze offen steht und unter dem gleichen atmosphärischen Druck sich befindet? Dann habe ich in dem destillierten Wasser nach einer halben Stunde vielleicht noch ein Drittel von dem Wasserstoff drin und in dem anderen habe ich noch 80%. Warum? Meine Theorie ist, der Wasserstoff hängt sich auch an den Mineralien fest, an den Kationen. Das nennt man Mineralkolloide. Ja, das hat der Chirata ja auch schon mal geschrieben und andere, dass es eben so Metall-Nanokolloide gibt, ja, an denen sich der Wasserstoff andockt. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Auffassungen. Forscher damals, auch der Hidemitsu Hayashi, die haben geschrieben, dass es sich um atomaren Wasserstoff handelt, der an diesen Metall-Nanokolloiden sich andockt. Der Gedanke heute ist, es handelt sich um Wasserstoff, der in molekularer Form sich da andockt. Das ist auch eher wahrscheinlich, weil Wasserstoff tendiert nicht dazu, in atomarer Form in dieser Welt herumzufliegen, so ist sondern es in molekularer Form. Ja. Wasserstoff in Wasser reinbringen, das geht ja auf verschiedene Art und Weise. Ich könnte mir bei Agargas eine Flasche Wasserstoffgas bestellen, was nicht so trivial ist, weil man da einige Sicherheitsauflagen erfüllen muss. Ja, man muss einen Ecksraum haben und oder so Sachen und könnte dann meine Wasserstoffgasflasche nehmen und könnte hier mein Wasser mit Wasserstoff begasen. Man kann natürlich auch durch ein Verfahren, das so ähnlich ist wie die Schwachstrom-Membranelektrolyse, mit der wir unser gutes basisches Aktivwasser machen, mit der man Wasserstoff aus dem Wasser generiert. Wie funktioniert denn das genau, Karl-Heinz? Also das ist eine Neuentwicklung der Elektrolysezelle. Also wir arbeiten ja mit Diaphragma, Wasser ionisieren, das heißt, wir haben auf beiden Seiten Wasser. Ja, wo dann, und eine ionendurchlässige Membran, die lässt auch Mineralionen durch. Also wir haben sozusagen, wir können sagen, wir haben eine Kammer, da ist in der Mitte eine Membran drin, genau. Die hat eine bestimmte Größe an Löchern, genau. Die hat bestimmte elektrische Eigenschaften, die hat eine bestimmte Dicke. Und das Einzige, was die nicht durchlässt, ist Wasser. Ja, genau. Und die lässt elektrisch geladene Teilchen durch und wenn die Membran gut ist und der Bubble Point dieser Membran richtig gewählt, dann wandern die elektrisch geladenen Teilchen auch immer stets zur rechten Zeit in die richtige Richtung. So könnte man es beschreiben. Ganz genau. Und jetzt die Zielsetzung ist dann gewesen, ja, wir wollen jetzt eigentlich keinen Abfall an saurem Wasser mehr haben. Ja, das scheint uns überflüssig. Wir nehmen eine Zelle, die nur eine Wasserkammer hat, aber es muss ja irgendwas passieren. Also. Genau. Und dann hat man das Diaphragma sozusagen nicht von der Mitte an den Rand
der Kathodenkammer rausgeschoben. Und da direkt auf der anderen Seite von der Membran ist die Anode. An der Anode wird, da gehen lediglich, von der Anode gehen lediglich Protonen rüber in die Kathodenkammer. Die werden an der Kathode mit einem Elektron versehen. Dann wird aus dem Proton ein H-Atom und zwei H-Atome bilden dann ein molekularen Wasserstoff, sodass sich das immer mehr mit Wasserstoff, mit molekularem anfüllt. Also diese Wasserzelle. Wir haben also eine etwas andere Membran, die ein paar andere Eigenschaften hat. Genau, eine sogenannte Membran. Von DuPont wird es hergestellt, dieses Material. Ja. Und da, wo die Anode ist, da entstehen Protonen, also Wasserstoffteilchen ohne Elektronen. Okay. Und zwar aus OH-Ionen. Und weil die elektrisch positiv sind, werden die natürlich von der Kathode negativ geladen angezogen, eilen durch unsere Navion-Membran hindurch und kriegen auf der Seite mit der Kathode ein Elektron verpasst und sind dann sozusagen also ein vollwertiges Wasserstoffatom. Also man muss sich vorstellen, das fette OH-Ion geht durch die Membran durch. Dort wird der Sauerstoff behalten an der Anode, vereinigt sich dann mit dem zweiten Sauerstoff zu Sauerstoffgas. Das Sauerstoffgas verduftet. Bei höheren Spannungen entsteht daneben auch noch Ozon. Ja, da müssen wir gleich noch drauf sprechen. Da kommen wir noch drauf. Das ist praktisch dann, das andere ist dann eine Luftkammer. Ja? Ja. Und da geht dann nur Gas weg. Ne? Da entsteht kein saures Sauerstoffwasser, genau. Sondern es entsteht nur Wasserstoffwasser, weil das Proton zurückflitzt und zum Wasserstoff aufgeladen wird. Das ist das Neue. Vorteil, kein Abwasser. Nachteil, ein anderes Wasserstoffwasser als einem Wasserstoff, Wasserionisierer. Ja? Eben, weil es werden mir keine Anionen entfernt, wie wir vorhin geklärt haben. Dadurch habe ich zum Beispiel Nitrat noch in vollem Umfang drin. Genau. Oder Chlorid. Genau. Ja, das heißt, es kann dann auch nach Chlor schmecken. Dieses Wasserstoffwasser aus dieser sogenannten SPE oder PEM-Zelle, wie man sagt. Das ist im Prinzip eine Umdrehung einer Brennstoffzelle, wie man sie von Fahrzeugen kennt, von Verbrennungsmotoren, die mit elektrischem Strom arbeiten. Nur da ist es halt umgekehrt. Genau. Ne? Da wird nicht der Wasserstoff. Da wird nicht der Wasserstoff reingegeben, sondern der kommt raus. Praktisch, das ist die andere Richtung von der Brennstoffzelle. Das sind also jetzt diese neuen Hydrogen Infusion Machines. Es gibt die auch im Taschenformat, wo dann jetzt der Wasserstoff nicht in Gasform hineingeblasen wird, sondern direkt an der Kathode ins Wasser blubbert und das Ganze unter einem steigenden Druck passiert. Dadurch kann man mehr Wasserstoff in dem Wasser speichern, als das unter gewöhnlichen Luftdruckbedingungen, zum Beispiel in einem Topfionisierer oder sowas, stattfinden kann. Auf diese Weise kann ich eine Übersättigung erreichen. Die Frage ist, nützt mir die was? Die Frage, wie viel kriegt man tatsächlich rein? Das ist auch noch eine Preisfrage. Ja? Extrem, was ich bis jetzt erreicht habe, war 6,1 ppm. Das ist ungefähr das Fünffache. Das Vierfache von der Vollsättigung. Das ist schon ganz schön. Das ist schon ganz schön. Allerdings muss das ein sehr druckstabiles Gerät sein und funktioniert also bei gewöhnlichen Anwendungen nicht. Es ist auch nicht so wahnsinnig sinnvoll. Also, was sich als marktgängig und sinnvoll erwiesen hat, das ist abgefülltes Wasserstoffwasser. Das wird mit Hochdruck, mit 2,8 ppm, wird es in vierlagige Aluminiumbeutel gepresst und dann so 0,2 Literweise wird es dann so in Tütchenform, so wie in Granini verkauft. Ist allerdings ein bisschen teurer, kostet ungefähr 4 Euro und 0,2 Liter. Also ein Liter dann 20 Euro.
Das ist die Frage, ob man das auf Dauer sich leisten kann. Und ist es überhaupt sinnvoll? Da wünsche ich mir dann wirklich eine grüne Bundesregierung, die das verbietet, diesen Schmarrn, weil diese Beutel sind natürlich kaum recycelbar. Das, ja, klar, das ist ja mehrschichtiges Material. Das ist Sondermüll. Mit speziellen Polymer. Das ist Sondermüll, das kann man vielleicht in Japan machen und in England, aber bei uns wird das, da sehe ich keine Chance. Erstens wegen Preis und zweitens wegen Müll. Ja. Ja, es gibt noch einen ganz anderen Aspekt, der, wie ich denke, von viel entscheidenderer Bedeutung ist. Du wirst dann vielleicht morgens so ein 2 Deziliter Glas mit diesem Wasser trinken und dann hat sich das. Du wirst gar nicht alles verarbeiten können. Das meiste atmest du aus, teure Atemluft, die du produzierst, aber du hast über den Tag verteilt kein Potenzial mehr, Witz, um deinen Stoffwechsel in seinen Immunleistungen zu unterstützen. Das hast du nur dann, wenn du regelmäßig über den Tag verteilt auch dein Basisaktivwasser trinkst. Das ist der ganze Witz, dass die Kontinuität mit solchen Dingen schwierig ist. Und das ist wie wenn ich jetzt irgendeinen Motor, einen Dieselmotor jetzt mit super hochoktanigem Benzin betreiben will. Und unser Körper ist eher so ein Dieselmotor. Ja. Ja? Also was zu viel ist an Wasserstoffdruck, das wird einfach ausgeatmet. Und insofern ist es wirklich, wie du sagst, teure Luft. Ja. Kommen wir nochmal zurück auf also unsere... therapeutisch haben wir ja schon gesagt, sind bereits 500 ppb, also 0,5 ppm. Und eigentlich kann man davon ausgehen, dass auch 200 ppb, also zum Beispiel die Heilquelle von Bad Füssing, die ich gut kenne, die hat 500 ppb Wasserstoff. Ja, das ist ein anerkanntes Heilwasser im Gegensatz zu Nordenau oder sowas, wo es keine Anerkennung hat. Da weiß man es und da kann man es messen und man weiß, dass sowas den Leuten gut tut. Ja, für vielfältigste Anwendungen. Da gehört Diabetes dazu, wenn man es trinkt oder auch wenn man drin badet. Das sind diese ganzen Gelenkleiden, die anti-entzündlichen Faktoren und so weiter. Das tut den Leuten gut. Auch wenn man die ganzen Arbeiten liest, auch von Rai Takahashi, Minenori und Shirahata und was die mit Wasser untersucht haben, das waren immer Wässer, die so zwischen 300 und 700, 800 ppm Wasserstoff hatten. Und die haben da schon medizinische Effekte erzielt. Genau. Die Studien sind alle ungefähr bei diesen Werten. Und ich glaube, hier gilt das Watzlawicksche, das Meer desselben Prinzips nutzt nicht mehr. Ja, das kennen wir ja alle. Ich will nochmal zurückkommen auf unsere Nafion-Membran von Dupont und auf unsere Hydrogen Infusion Machine. Und man könnte das ja dann sogar so machen, dass man ein Behältnis hat, was auf der einen Seite nur Wasser hat, dann kommt eine Elektrode, dann kommt die Nafion-Membran, die das Gefäß abschließt und unten dran an der Luft die andere Elektrode. Selbst da kann ich ja schon einen Protonenaustausch erzeugen und da werde ich mein Gas, das ich nicht haben will, ganz schnell los, das in unserem molekularen Sauerstoff bzw. das Ozon, das entweicht in die Luft. Bei den Systemen, die eine Wasserzelle haben, bei denen auf beiden Seiten noch Wasser ist, unserer Membran, da haben wir dennoch die Herausforderung, dass wir Ozon produzieren, ob wir das wollen oder nicht. Was machen wir mit dem? Das hat ja nicht so einen guten Ruf. Naja, also das ist einerseits die Frage der Spannung, mit der diese Maschine arbeitet. Also bei einer Spannung unter 10 Volt entsteht eigentlich nur Sauerstoff. Mhm. Über 10 Volt, was diese größeren Hydrogen Infusion Machines benutzen, entsteht auch O3, also Ozon. Mhm. Und das wird dann mehr oder weniger diskret, entweder ins Gehäuse oder durch eine Öffnung aus dem Gehäuse raus entlassen. Es gibt ja sogar so Hydrogen Infusion Machines, die man umschalten kann, dass man auch Ozonwasser präparieren kann. Mhm. Das ist ja auch in gewissen Kreisen sehr beliebt, weil Ozon ist halt eines der stärksten Desinfektionsmittel, die es gibt.
Das hat sicherlich Sinn. Das wird ja auch zum Beispiel bei Schwimmbädern benutzt. Ja, ja, klar. Ja. Und das eine ist, dass Ozon natürlich hochgiftig als Atemgas ist. Andererseits, dass es unglaublich reaktionsschnell ist. Mhm. Darin besteht ja seine Wirkung. Genau. Also wir haben vorhin über Luftionisierer geredet. Die haben ja oft so UV-Lampen drin, an denen auch Ozon entsteht. Und wenn da der Feinstaub mit der in Berührung kommt oder in die Nähe kommt, der Feinstaub ist ja auch ein Träger für Keime. Mhm, genau. Ja, dann werden die dadurch abgetötet. Unschädlich gemacht, genau. Dadurch erst beginnt man eigentlich Ozon erst zu riechen. Mhm. Denn Ozon selbst ist völlig geruchlos. Dieser sogenannte typische Ozongeruch ist in Wirklichkeit das Reaktionsprodukt, genau, von dem Ozonabbau. Also wenn das Ozon irgendwas gekillt hat, dann riecht man es. Aber es gibt Leute, die empfindlich auf den Geruch reagieren und andere, die überhaupt nicht reagieren. Also da muss man sehen. Es sind keine großen Mengen, die bei so kleinen Heimanlagen entstehen. Und außerdem, also ich hätte nichts dagegen, wenn meine Luft ein bisschen entkeimt wird. Dann kriege ich nicht so leicht eine Grippe oder sowas. Kriege ich sowieso selten. Aber wahrscheinlich, weil ich in jedem Raum einen Luftionisierer habe. Ja. Es spricht ja doch ein bisschen was dafür, auch sich Gedanken zu machen, was ist sinnstiftend, wenn ich so einen Wasserstoffgenerator nutze und ein wasserstoffreiches Wasser trinke. Oder ist die Alternative doch der Wasserionisierer mit dem basischen Aktivwasser? Gute Frage. Wir haben uns damit beschäftigt, wir haben zum einen bei uns im Labor alles mal gemessen und untersucht und hin und her. Also das eine, was ich sagen kann, ist, von den Systemen, die wasserstoffreiches Wasser produzieren, das seine pH-Stabilität des Leitungswassers behält, also pH 7,3 bei uns oder so, ja, was bei dir bis 1 ist, da haben wir jetzt so riesig gigantische Mengen an gelösten Wasserstoffgasnet gemessen, die Wasserionisierer, und zwar jetzt nicht nur Aquion, sondern auch andere Wasserionisierer, Aquavolta oder alte Dongyang-Geräte, die wir haben, die schneiden nicht schlechter ab im Produzieren von wasserstoffreichem Wasser. Ja, Im Gegenteil, ich habe sogar konnte sogar zeigen, dass ich in basischem Wasser mehr Wasserstoff gelöst kriege ohne Not, als wenn ich neutrales Wasser habe. Was hast du für Messungen oder für Erfahrungen gesammelt? Also jetzt sagen wir mal die in Deutschland auf dem Markt befindlichen Wasserionisierer, also zum Beispiel Aquion oder auch Aquavolta, die produzieren alle ungefähr so viel wie die Hydrogen Infusion Machines, machen es aber noch zusätzlich basisch und eben anders von der Zusammensetzung, eben, weil die Anionen sind ja da nicht mehr drin, während sie in dem Himwasser schon noch drin sind. Also es ist nicht dasselbe Wasserstoffwasser. Für mich zählt eigentlich immer das Argument probieren. Da bin ich irgendwie in der Spur von dem Alfons Natterer, der das ganze Zeug ja erfunden hat. Der hat ja eigentlich eine simple Methode gehabt, die Leute zu therapieren. Er hat gesagt, probier's. Sag mir, was du schmeckst. Und das, was dem am besten geschmeckt hat, da hat er gesagt, das trinkst du jetzt 6 Wochen. Mhm. Und das finde ich eine gute Methode. Ja, absolut, ja. Und ehrlich gesagt, ich habe noch niemanden getroffen, obwohl ich das ja berufsmäßig tue, dass ich täglich Leute treffe, die dieses Wasser trinken. Und ich habe ja auch so Hydrogen-Maschinen. Und ich habe noch keinen einzigen getroffen, der gesagt hat, das Wasserstoffwasser mit den Anionen drin schmeckt ihm besser als das aus dem Wasserionisierer. Noch keinen einzigen. Und ich mache es inzwischen so, ich nehme mir dieses Wasser aus dem Wasserionisierer, das schon einen ordentlichen Wasserstoffgehalt hat,
Und vor allem, wenn ich unterwegs bin, dann habe ich noch so eine kleine Wasserstoffmaschine dabei und dann blase ich mir noch ein bisschen Wasserstoff rein. Und das schmeckt dann richtig gut. Mhm. Also das nenne ich Boosting. Mhm. Ja, also das ist eine Geschichte. Aber wie gesagt, probiert. Der gesundheitliche Aspekt, glaube ich, was jetzt den Wasserstoff angeht, jetzt nicht was das Entsäuernde angeht, was den Wasserstoff, die antioxidative Wirkung angeht, der dürfte gleich sein. Mhm. Der dürfte gleich sein, vor allem wenn wir sagen, okay, 500 sind bereits therapeutisch, wenn ich auf Gesamtmengen kommen will und nicht viel trinken, dann kann ich vielleicht höher raufgehen, aber die 900 bis 1200, 1500, was ein Wasserionisierer macht, die sind allemal ausreichend. Absolut, und die Hydrogen Infusion Machines machen nicht mehr. Ja. Also jedenfalls diese Durchlaufgeräte nicht. Ja. Also insofern, wenn ich vor der Entscheidung jetzt stehen würde, was schaffe ich mir an? Billiger sind es auch nicht. Das stimmt, ja. Dann nehme ich doch gleich das, was alles kann, als nur ein Ding, wo ich nur die halbe Miete habe. Wenn es billigere mal geben sollte, dann muss ich mir halt überlegen, wie alt bin ich, brauche ich schon Entsäuern oder nicht? Wie ist überhaupt meine ganze Physiologie beieinander? Das würde ich am besten mit meinem Arzt klären oder die Laborwerte mal genauer anschauen. Ja, bin ich schon im metabolischen Syndrom drin oder nicht? Und, also, aber ab 45, da geht es sowieso bei jedem bergab mit dem Säurebasenausgleich. Und insofern denke ich, dass nach wie vor der Wasserionisierer nicht out of fashion ist, auch wenn jetzt da irgendwelche Kollegen herumhüpfen und sagen, der Wasserionisierer hat ausgedient, weil es kommt ja nur auf den Wasserstoff an. Nö, ist nicht so. Das glaube ich auch nicht. Und ist auch was anderes. Und im Übrigen, mit den Wasserstoffgeräten gibt es jetzt gerade mal 7 Jahre lang Erfahrung, sowohl technisch als auch wissenschaftlich. Mit dem elektrolytischen Sierawasser, da gibt es über 80 Jahre lang Erfahrung. Ja. Und mindestens 30 Jahre technologischen Vorsprung. Ich will jetzt hier nicht aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich mich ja täglich mit der Analyse solcher Geräte beschäftige, die da rauskommen. Und es ist einfach noch ein ziemliches Klump. Was man da jetzt aus China, Japan und Korea an Angeboten haben. Das muss ich ehrlich sagen. Ich habe selbst aus der gleichen Serie noch nie ein Wasserstoff-Infusionsgerät gesehen, das die gleichen Werte liefert. Das ist natürlich weniger charmant. Was bei einem Wasserionisierer durchaus der Fall ist. Ja. Das kann ich bestätigen, was den Wasserionisierer anbelangt. Und das trifft für alle Wasserionisierer zu, die wir hier in halbwegs 5 Gigawatt Qualität auf dem Markt haben. Da kannst du aus der Serie Geräte rausnehmen und messen. Du hast praktisch immer die gleichen pH. Ja, und vor allem haben wir jetzt natürlich jetzt auch mit unserem speziellen deutschen Wasser 12 Jahre Erfahrung. Das haben wir, ja. Und da haben wir auch einiges dazu und beigetragen. Und wir haben einiges dazu beigetragen, dass diese Geräte, die ja in Fernost gefertigt wurden, inzwischen nach unseren Vorschriften tanzen. Genau. Also die machen jetzt das, was wir wollen. So ist es, so ist es. Das stimmt in der Tat, ja. Ja, ich sehe auch, wir sind ja beide regelmäßig in Korea und treffen Leute und Unternehmen und Entwickler. Und ich hatte jetzt gerade bei meinem letzten Besuch wieder mit einem Entwicklungsingenieur zusammengesessen, dem Herrn So, hat ein freiberufliches Ingenieurbüro und entwickelt für die Unternehmen in Korea, die Wasserionisierer bauen, entwickelt er Geräte. Ja, und der hat auch einige Wasserstoffgeneratoren entwickelt und da sagt, das ist alles nicht so. Die Marketingleute, die nehmen die haben die Klappe so groß, aber wir sind technologisch noch gar nicht an der Stelle, wo wir sagen können, dass das alles so 100% zuverlässig funktioniert, wie wir das gerne hätten. Die Prozesse sind einfach etwas komplexer. Ja, man hat nie überall die gleiche Ausgangsmineralisation vom Wasser, wenn du das Leitungswasser benutzt. Ja. Und wir erzeugen manchmal Molekülstrukturen, die wir gar nicht haben wollten. Es ist nicht trivial.
ja, wir arbeiten mit höheren Spannungen und wir haben Probleme mit der Naphion-Membran, wir haben manchmal zu viel Ozone auf der falschen Seite. Also alles Dinge, die noch nicht zu 100% im Griff sind. Das wird sich sicher im Laufe der Zeit lösen, aber ich denke, wer heute sich mit dem Thema gutes Wasser beschäftigt, der wird sicherlich dem Gedanken aufgeschlossen sein, zu sagen, wenn ich Wasser habe, das mehrere Nutzen mir bietet, dann ist es doch schlau, diese mehrere Nutzen auch mit seinem Wasser für seinen Stoffwechsel in Anspruch zu nehmen. Ja, klar. Das ist ganz klar. Eine Sache haben wir noch ganz vergessen. Ich habe das jetzt bewusst ausgelassen, weil das ja eigentlich zum Tode verurteilt ist. Ich nenne das Double Bubbler. Also das ist jetzt keine PEM-Zelle mit einer Naphion-Membran, mhm, sondern das sind einfach zwei Elektroden, die in kurzem Abstand voneinander sind. Das heißt kein Diaphragma, das heißt es wird kein Sauerstoff hier irgendwo unten entfernt oder weggelassen. Das ist 80% dieses Wasserstoffgerätemarktes. Und solche Geräte, die sind natürlich, das ist jetzt sowas für die Haut zum Sprühen, da schadet das vielleicht gar nicht mal. Aber was entsteht denn dadurch? Dadurch entsteht ein Knallgaswasser, ein sauerstoffreiches und wasserstoffreiches Wasser. Das heißt, die beiden Antipoden, die man mühsam getrennt hat, sind jetzt sozusagen in einer gegenseitigen Balance wieder da. Und man weiß ja, dass der Sauerstoff sehr gern reagiert. Das tut er. Vor allem mit Chlor, zu hypochloriger Säure. Mhm. Auch mit irgendwelchen Metallen, die da drin sind. Und alle möglichen Reaktionen finden da statt zu so einer Suppe, die man anolytneutral nennt. Das ist hervorragend für Desinfektionszwecke in Kuhstellen geeignet, weil es Bakterien kaputt macht. Genau. Ja? Aber es gibt wirklich viele Idioten, die sowas verkaufen als Hydrogen Rich Water. Die lassen einfach alle anderen Produkte, die da noch drin sind, weg und sagen, ja, aber es hat doch 800 ppb Wasserstoff drin. Darauf kommt es doch an, Wasserstoff ist doch gesund. Die ganzen anderen schädlichen Produkte, die da drin sind, die zum Teil zelltötend sind, die soll man dann mittrinken. Ich meine, inzwischen ist der Trend, dass sie sowas nur noch für Badewannenteile hernehmen. Okay, bei der Haut- und Körperpflege lasse ich mir das noch eingehen. Da ist ja auch ein bisschen Säureschutz und so weiter und Desinfektionswirkung durchaus erwünscht. Ja. Aber die verkaufen das ja auch als Trinkwasseraufbereitungsgeräte und da ist es natürlich schon schwierig. Aber ich denke, die Geräte, also zumindest in meinen Büchern arbeite ich heftig dagegen, dass die vom Markt verschwinden. Mhm. Ja, also wenn nur Wasserstoff, dann muss das der Sauerstoff woanders hin, weg, bloß nicht ins Wasser. Und es sollte halt das Chlorid, du hast vorhin gesagt, fast in jedem Wasser ist Chlorid drin. Absolut, ja. Gibt natürlich schon, also unser Münchner Leitungswasser zum Beispiel, da ist praktisch gar nichts drin. Ja, das ist kochsalzarmes. Ist natürlich sehr unterschiedlich regional. Es ist regional sehr unterschiedlich, aber es gibt auch Orte, ja, wo sehr viel drin ist. Ja. Wo sehr viel drin ist. Ne? Und da ist es dann schon problematisch, wenn man so eine Elektrolysemethode dann einfach verwendet. Ja, ich danke dir ganz herzlich, Karl. Ich danke dir für den Besuch hier in der legendären Wasserbar, das niemand trinken will, wenn er hier bei mir zu Besuch ist. Ja, wir haben ja heute schon wirklich gutes Wasser getrunken. Ja, wenn man es dann mal probiert, dann schmeckt es einfach nicht so. Zumindest, wenn man an das Gute gewöhnt ist. Das stimmt. Ja, in diesem Sinne, gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Guten Durst.